Ich habe nie meine Periode bekommen. Und als ich dann 16 war, ist meine Mama mit mir zum Frauenarzt gegangen, weil sie meinte so, mit 16 sollte das eigentlich schon, ne, bisschen spät dran. Bei der Frauenärztin wurde das halt auch nicht so richtig ernst genommen und erklärt oder so. Irgendwann habe ich dann den Entschluss gefasst, zu sagen so, nee, ich möchte jetzt diese ganzen Interventionen nicht und Hormone und so. Ich möchte gucken, was da die Ursache ist, wie gesagt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar soll es in diesem Video um das sehr spannende Thema gehen, unerfüllter Kinderwunsch. Dieses Thema betrifft ja auch viele Paare, viele Frauen, viele Familien. Und ich habe Vanessa zu Gast, die ein bisschen von ihrer Geschichte erzählen wird. Vielleicht magst du dich auch noch mal kurz selber vorstellen. Ja, sehr gerne. Also wie bereits Laura erwähnt hat, ich bin die Vanessa, ich bin 30 Jahre alt, lebe zusammen mit meinem Mann, Hund und bald Sohn in Hamburg. Und ja, ich habe auch die Erfahrung durchgemacht, wie es ist, ja, gesagt zu bekommen, sage ich mal so, ist schwierig, oder wie es in meinem Fall zum Beispiel war, geht auf natürliche Weise gar nicht, weil bei mir PCOS diagnostiziert worden ist. Vielleicht ist das der ein oder anderen Dame auch ein Begriff, weil tatsächlich viele Frauen davon betroffen sind. Und ja, wie man aber sieht, hat es auf jeden Fall geklappt und das auch ganz von alleine, auf natürliche Weise. Und ich hoffe, dass ich damit ein paar anderen Frauen auch noch Mut machen kann. Wie Vanessa gerade schon gesagt hat, leidet sie unter dem Syndrom PCO oder PCOS, das polyzystische Ovarialsyndrom, und ganz viele Frauen leiden darunter. Man sagt im Schnitt 5-10% der gebärfähigen Frauen oder der Frauen im gebärfähigen Alter, um es besser auszudrücken. Es ist also die häufigste oder eine der häufigsten hormonellen Störungen bei Frauen, und unter anderem führt diese Erkrankung halt zur Unfruchtbarkeit. Und genauso war es ja bei euch. Ihr habt davon erfahren, ihr wart natürlich wahrscheinlich erstmal geschockt, so wie alle Frauen, die einfach einen Kinderwunsch haben. Das ist ja sowas ganz Natürliches, dass man sich denkt, ja, und dann setzen wir die Pille ab und dann werde ich halt relativ schnell schwanger. Man denkt ja nicht vorher darüber nach, vielleicht klappt es nicht und so weiter. Und wenn man dann sowas gesagt bekommt, ist das, glaube ich, schon mal erstmal ein Schock, oder? Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich das erfahren habe, bevor ich überhaupt einen Partner hatte und einen Kinderwunsch hatte. Ja. Deswegen war das in dem Sinne jetzt nicht so ein Schock, so, oh nein, weil ich hatte jetzt diesen Kinderwunsch und dann habe ich es erfahren. Aber klar, geht natürlich auch so rum, ne? Ja, also kann ich mir gut vorstellen, weil ich sag mal so, wenn man in einer Beziehung ist, dann überlegt man sich ja irgendwann schon, möchte ich jetzt Kinder oder nicht? Oder auch unabhängig von der Beziehung. Es gibt ja auch viele Frauen, die einfach so sagen, ich möchte gerne ein Kind. Und wenn man dann gesagt bekommt, das wird schwierig auf normalem Wege, ist das ja schon erstmal, ja, vielleicht sehr irritierend und man macht sich dann also Sorgen. Man zweifelt vielleicht auch an sich. Ich glaube, sowas gibt es auch. Bei uns war das ja ähnlich, nur andersherum quasi, dass uns gesagt wurde, dass mein Mann nicht auf natürlichem Wege zeugen kann. Und auch das war irgendwie schon so ein Dämpfer, den man erstmal verarbeiten musste. Und als das dann bei dir diagnostiziert wurde, hattest du da schon Symptome oder gab es irgendwelche Ursachen, die da für ausschlaggebend waren? Wie wurde das überhaupt festgestellt? Ja, also ich habe das halt einfach festgestellt, weil ich keine Periode hatte, beziehungsweise das war der Grund, warum ich das überhaupt in Erfahrung bringen wollte, was da denn los ist, weil eine gesunde Frau sollte natürlich auch ihre monatliche Periode haben, und das blieb bei mir halt immer aus, und das war tatsächlich bei mir von Anfang an so. Also ich habe nie meine Periode bekommen, und als ich dann 16 war, ist meine Mama mit mir zum Frauenarzt gegangen, weil sie meinte so, mit 16 sollte das eigentlich schon, ne, bisschen spät dran. Ja, mir wurde damals, also ich war natürlich jung und unwissend, hatte mit dem Thema noch gar nichts am Hut, und da wurde mir ja ganz klassisch die Pille verschrieben, nach dem Motto, nimm mal die Pille, dann kriegst du deine Blutung. Aber mir war nicht bewusst, dass das nicht meine natürliche Periode ist und dass ich trotzdem weiterhin keinen gesunden Zyklus habe. Dementsprechend habe ich die paar Jahre genommen und dachte, ja, ist ja alles gut. Irgendwann habe ich sie dann abgesetzt und dann blieb sie wieder aus. Darf ich da kurz einhaken? Ja, klar. Hattest du denn auch so Beschwerden wie, also man sagt ja immer, eine Überproduktion von männlichen Hormonen. Hattest du auch so Beschwerden wie zum Beispiel verstärkter Haarwuchs, solche Dinge, die die Frauen dann einfach beschreiben und auch als unangenehm empfinden? Ich hatte mit Akne zu kämpfen, also Hirsutismus nicht, also dieser Haarwuchs,
Das hatte ich nicht, aber Akne hatte ich als Teenager ganz, ganz doll. Genau, dann während der Zeit, als ich die Pille genommen habe, nicht. Und als ich sie wieder abgesetzt habe, wieder ganz extrem. Das hat mir auch sehr zu schaffen gemacht, weil ich dann Anfang 20 war, gerade in einer Führungsposition in der Fliegerei angefangen habe. Und ja, das Erscheinungsbild dann natürlich auch eine Rolle spielt. Und das war mir, also ich habe mich wirklich sehr, sehr geschämt, weil ich dachte so, ich sehe aus wie so ein Teenager jetzt. Und dachte aber, ja gut, ich habe gerade die Pille abgesetzt, muss ich alles regulieren, das dauert bestimmt. Und habe es halt mit Anfang 20 noch nicht so ernst genommen, muss ich tatsächlich gestehen. Da war ja auch der Kinderwunsch noch gar nicht präsent oder da. Und habe erst mal abgewartet, ne? Und irgendwann, mit Ende 20, dachte ich mir so, nee, also jetzt wurmt mich das, jetzt will ich das mal wissen, weil das kann doch nicht angehen, irgendwas muss da doch dahinter stecken. Und dann bin ich zum Endokrinologen gegangen, also zum Hormonarzt, weil bei der Frauenärztin wurde das halt auch nicht so richtig ernst genommen und erklärt oder so. Genau, und da habe ich halt die Diagnose bekommen, PCOS. Ach, hattest du sie vorher gar nicht bekommen beim Frauenarzt? Nein. Also du hast einfach nur so die Pille verschrieben bekommen? Ach, das habe ich nicht verstanden. Okay. Das ist ja auch ungewöhnlich eher, oder? Also ja. Eigentlich würde man ja dann so Ursachenforschung machen. Warum bekommt sie keinen Zyklus? Was ist da los? Ja, okay. Das ist so das, was in der Schulmedizin leider häufig ausbleibt, die Ursachenforschung. Da werden halt ja, Symptome bekämpft, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt die Ursachen. Und wie ging es dann weiter? Weil jetzt seid ihr verheiratet, du hast einen Mann, ihr hattet Kinderwunsch und wie man sieht, du bist schwanger geworden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ohne Hilfsmittel, ohne künstliche Befruchtung etc. Genau, also wie gesagt, zunächst einmal, als ich es erfahren habe, war ich noch gar nicht in der Partnerschaft und der Kinderwunsch stand noch gar nicht so zur Debatte. Aber ich wusste, ich möchte auf jeden Fall irgendwann Kinder kriegen. Deswegen wollte ich natürlich zusehen, dass das alles funktioniert, wenn es dann halt soweit sein soll. Das kann ich auch jeder empfehlen, auch wenn ihr noch keinen akuten Kinderwunsch habt, kümmert euch frühzeitig darum, weil man weiß ja nie, was in 1, 2 oder 3 Jahren ist. Und dann habe ich meinen Mann irgendwann kennengelernt und dann irgendwann konnten wir uns das dann ganz gut vorstellen. Und ich war tatsächlich aufgrund von PCOS in Behandlung bei meiner Endokrinologin und sie meinte, ja, sobald Kinderwunsch da ist, sagen Sie Bescheid, dann werden wir ein bisschen umstrukturieren. Und ich habe mich einfach unwissend auf das ganze Prozedere da eingelassen. Und da hatten wir es dann auch mit Hormonen versucht und diversen Methoden. Aber ich muss sagen, also ich persönlich, mir ging es dabei überhaupt nicht gut. Also ich hatte eine komplette Wesensveränderung, habe ich das Gefühl. Und es hat auch nichts gebracht. Ich habe weder meine Periode bekommen, noch bin ich schwanger geworden oder sonstiges. Und das war mental auch sehr, sehr stressig einfach. Und irgendwann habe ich dann den Entschluss gefasst, zu sagen, so nee, ich möchte jetzt diese ganzen Interventionen nicht und Hormone und so, ich möchte einfach gucken, was da die Ursache ist, wie gesagt, was dahinter steckt und habe das alles abgesetzt, aufgehört damit, meinem Körper erstmal so ein bisschen Ruhe gegönnt und habe dann angefangen tatsächlich mich so wirklich mit meinem Körper zu beschäftigen, mit dem Thema Nährstoffe, auch mit dem Thema mentale Gesundheit, ne, Thema Traumata, Emotionen und habe herausgefunden, dass da echt viele Zusammenhänge auch bestehen, auch das Thema Weiblichkeit und ja, das Ganze einfach so ganzheitlich angegangen und der Kinderwunsch ist dann tatsächlich so eher nach hinten gerückt, also wir haben es dann auf einmal nicht mehr eilig gehabt und haben gesagt, okay, es kommt dann irgendwann, wenn es kommt. Wir lassen einfach laufen so. Genau, und ich habe mich halt, wie gesagt, einfach nur mit meinem Körper und mit meinem Geist beschäftigt, sage ich mal. Und dann, als mein Körper anscheinend soweit war und ich habe das auch gemerkt, gesundheitlich, körperlich, dass es mir viel, viel besser ging, kam dann, wie gesagt, auf einmal irgendwann die Periode und direkt darauf bin ich dann... Bist du sofort schwanger geworden? Ja, voll gut. Ja. Das hört sich richtig, richtig gut an. Was würdest du den Frauen raten, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben? Ja, auf jeden Fall Ursachenforschung. Ich bin der Meinung, dass es immer Gründe hat, warum dein Körper sich nicht fortpflanzen möchte. Meistens ist es das Thema Stress auch, weil wenn wir im Überlebensmodus sind, dann
schaltet der Körper natürlich nicht überlebensnotwendige Prozesse ab. Und dazu gehört auch die Fortpflanzung. Also in einer stressigen Situation möchte der weibliche Körper sich nicht fortpflanzen. Deswegen da ganz wichtig auf körperlicher Ebene schauen, Stress reduzieren, Nährstoffe checken. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von der Haarmineralanalyse, weil die noch mal ein bisschen aussagekräftiger ist als Blutwerte, die ja tagesformabhängig sind, dass man einfach schaut, was fehlt dem Körper, wo sind eventuell Disbalancen und da ein bisschen aufräumt, sage ich mal, ne? Also Thema Ernährung, Bewegung, Stress, Schlaf und dann vielleicht auch ein bisschen tiefer schaut, ne? Okay, woran kann ich vielleicht noch arbeiten? Habe ich irgendwelche unbewussten Stressoren, irgendwelche Emotionen oder Traumata, die ich noch nicht verarbeitet oder losgelassen habe? Und dass man dem Körper da einfach Aufmerksamkeit schenkt, weil er dir ja ein Feedback gibt, ne, dass da anscheinend irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, definitiv, dass man genau hinschaut und vielleicht auch immer in Absprache oder enger Absprache mit dem Frauenarzt, der Frauenärztin oder halt Endokrinologen, auch die sind ja da ganz entscheidend. Ich finde, dass immer wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und sich gut auch beraten lässt und sich irgendwie aufgefangen fühlt. Ja. Auch wenn man zum Beispiel dann den Weg in eine Kinderwunschklinik wählt, weil es einfach vielleicht nicht von alleine klappt. Es gibt ja auch Frauen, bei denen klappt es trotzdem nicht. Sie werden nicht schwanger, sie haben schon alles optimiert und trotzdem funktioniert es nicht. Und gerade dann ist, glaube ich, der Leidensdruck extrem hoch, weil man denkt, hey, jetzt ernähre ich mich gesund, ich habe abgenommen, ich habe alles das umgesetzt, was mir geraten wurde und trotzdem klappt es nicht, was ist nicht richtig mit mir. Und das finde ich ganz wichtig, den Druck rauszunehmen und dann zu sagen, hey, dann ne, zu den Fachärzten und dann wirklich nochmal ganz genau gucken lassen und vielleicht halt in einer Kinderwunschklinik beraten lassen. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, bei uns war das ja auch so, wir haben ja auch künstliche Befruchtung hinter uns und ja, Marlene ist spontan entstanden, ohne dass wir damit gerechnet hätten. Uns wurde auch gesagt, es wird definitiv nie klappen und die Wahrscheinlichkeit war halt auch sehr gering, aber manchmal klappt es dann halt doch. Also von daher die Hoffnung nicht aufgeben. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und du hast auch noch was ganz Wichtiges erwähnt und zwar Druck rausnehmen, weil manchmal hilft es schon. Also zum Beispiel war ja bei mir selber auch, ne? Ich hatte dann gar nicht mehr so diesen Gedanken, oh, Kinderwunsch und möglichst schnell und erzwingen und so, sondern das komplett beiseite gelegt und dann passiert es auf einmal wie von alleine ein paar Monate später. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man da einfach Geduld hat. Ich kann verstehen, dass viele Frauen diesen innigen Wunsch haben. Ja, und das kann ich auch total gut nachvollziehen. Ja. Aber man möchte natürlich auch in einer guten Ausgangslage schwanger werden, damit man seinem Baby natürlich auch nur das Beste weitergibt und die Schwangerschaft auch möglichst angenehm verläuft. Und da bringt es ja nichts, irgendwas zu erzwingen unter Druck und Stress und dann, ja. Und das hört man ja ganz häufig, dass Paare es echt jahrelang probiert haben, auch meinetwegen in der Kinderwunschklinik überall. Alles hat nicht geklappt, dann sagen sie so, jetzt ist Feierabend, fahren in Urlaub und dann kommen sie schwanger zurück. Also das hatte ich auch schon so oft und das ist natürlich auch total schön einfach. Wie gesagt, ich finde das Thema unerfüllter Kinderwunsch ist ein riesiges Thema, was ganz, ganz viele Frauen, Paare, Familien betrifft und worüber ganz wenig gesprochen wird. Der Leidensdruck, die Frustration etc. ist extrem hoch, was ich auch super gut nachvollziehen kann. Und mich würde es wahnsinnig interessieren, falls ihr betroffen seid, wie lange versucht ihr es schon und was habt ihr schon alles ausprobiert oder auf was für einem Weg seid ihr gerade? Also schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Vielleicht auch die Frauen, die nach unerfülltem Kinderwunsch schwanger geworden sind, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, das gibt anderen Mamas ganz, ganz viel und anderen Frauen ganz, ganz viel Mut, einfach auch weiterzumachen. Würde ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drüber freuen. Und ja, Vanessa, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen, wenn dann dein Baby geboren ist und alles gut läuft, wenn du einfach nochmal so ein bisschen berichtest, wie dann jetzt so die Zeit verlaufen ist. Dankeschön. Ja, würde mich auch sehr freuen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, schaut auch gerne nochmal auf Vanessas YouTube-Kanal vorbei und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.